diese Interviews fange ich immer an damit, dass wir uns klar machen, dass die Professoren Wert darauf legen als Evolutionsbiologen, dass man in die Vergangenheit zurückgeht, um zu verstehen, was passiert ist, um dann die Lösung besser zu verstehen. Ja? Das ist der Grundgedanke der Professoren. Und zwar ist es so, dass wir ganz kurz im Ultraschnelldurchlauf ganz kurz über das Universum sprechen. Also wir Wissenschaftler glauben, obwohl ich alles in Frage stelle. Ich bin ja ein Mensch, du kennst mich, der alles in Frage stellt. Aber so im Moment habe ich noch keinen Grund daran zu zweifeln, dass wir der Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren passiert ist, unsere Galaxie vor ca. 10 Milliarden Jahren entstanden ist, das ist die Milchstraße, dass das Sonnensystem vor ca. 5 Milliarden Jahren entstanden ist und das Leben auf der Erde so ca. vor 4 bis 3 Milliarden Jahren die ersten DNS-Vorformen wohl entstanden. Sind wir uns da einig? Glaubst du das irgendwo auch? Also ich möchte dem Weltbild der modernen Naturwissenschaften nichts entgegensetzen, vor allem kein Konkurrenzangebot. Ja. Ich sehe mich da eher als Poetin. Und ich bejahe die Gültigkeit naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Ja. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse sind selbstverständlich wichtig für richtige politische Entscheidungen. Genau. Und deswegen, das ist jetzt nur die Basis gewesen. Und jetzt gehen wir ganz rasend schnell weiter. Nämlich, was ist vor, hast du noch im Kopf, was vor 65 Millionen Jahren passiert ist? Das ist nämlich sehr wichtig für die Menschheit. Vor 65 Millionen Jahren, ich weiß nicht genau, vor wie vielen Millionen Jahren, also Millionen und Millionen Jährchen, ist so ein großer Asteroid auf die Erde geknallt. Der hat die Dinosaurier ausgelöscht, habe ich gehört. Das sollte nicht nochmal passieren, vor allem nicht wegen uns Menschen und den anderen Tieren, die heute auf der Erde leben. Deswegen plädiere ich dafür, ein Asteroidenabwehrsystem zu bauen. Das ist gleichzeitig eine Rohstoffquelle. Und wenn man die Rohstoffe aus Asteroiden gewinnt, kann man die Erde ganz schnell zu einem Naturschutzgebiet machen. Denn dann kann man die ganze Schwerindustrie in die Schwerelosigkeit verlagern. Es gibt so einen amerikanischen Wissenschaftler, der heißt James Orsulak. Der hat das vorgeschlagen. Der schlägt die Deindustrialisierung der Erde vor. Dass wir die ganze Schwerindustrie, die ganze Energie... Genau, dass wir die Asteroiden als Rohstoffquellen nutzen. Es gibt ja zum Beispiel den Asteroiden Psyche 16. Da gibt es so viel Gold und so viel Platin und seltene Erden. Ja, das reicht für endlose Zeiten. Da kann man mit Nuklearenergie Rohstoffe gewinnen. Und dann kann man die Erde zum Naturschutzgebiet machen. Genau. Aber das kann ich nicht widersprechen. Aber jetzt, um zügig weiterzugehen. Damals... Wie sah meine Urgroßmutter vor 65 Millionen Jahren aus? Denn die Dinosaurier verschwanden so. Dann entstand ja Platz. Und wie sah meine Urgroßmutter vor 65 Millionen Jahren aus? Ungefähre Vorstellung? Also diese Frage muss ich ehrlicherweise an die Naturwissenschaftler delegieren. Zurück. Dann sage ich die Antwort mausartig, rattenartig. Das waren unsere Vorfahren, weil zu Zeiten des Dinosauriers quasi nur diese kleinen Säuger überleben konnten. Die anderen wurden wahrscheinlich zu schnell gefressen. So, und dann ging es ja los. Teile passten sich auf die Bäume an. Das waren die Affen, ja. Und danach gingen wir runter in die Savanne und haben uns an die Savanne angepasst. Und da sind wir schon bei Australopithecinen, ja. So weit bekannt? Ja, ich kenne das so ungefähr nicht so genau. Ja, ja. Ja. Wie genau die Evolutionsgeschichte der Spezies Homo sapiens verlaufen ist, weiß ich so im Detail nicht. Es ist mir im Großen und Ganzen bekannt. Ich stelle das naturwissenschaftliche Weltbild diesbezüglich nicht in Frage. Ja, gut, das reicht auch schon. Aber jetzt irgendeine Vorstellung, was vor 4 Millionen Jahren passiert sein könnte. Ich helfe gerne. Also, aber nur so meine Idee, was das Zentralste war, was wir heute aus der Wissenschaft wissen, was jetzt vor 4 Millionen Jahren passiert ist. Denn der nächste Schritt wird dann gleich auf 400.000 Jahre gehen. 4 Millionen Jahre, irgendeine Vorstellung. Ich muss wahrscheinlich passen. Ich könnte da nur spekulieren. Ja, dann lassen. Dann. Ist ganz einfach so. Wir hatten bis vor 4 Millionen Jahren oder bis vor 6 Millionen Jahren, das ist nicht so klar eingegrenzt,
hatten wir wie die Gorillas solche riesen Hauer. Solche riesigen Eckzähne. Und die sind damals verschwunden. Für was zeigt das? Also was schließt ein Evolutionsbiologe und ein Paläoanthropologe? Was schließt zum Beispiel ein Professor Friedemann Schrenk, der bekannteste Paläoanthropologe in Deutschland? Was könnte der eventuell schließen aus dem Verschwinden dieser Eckzähne? Ich sehe zwei Möglichkeiten. Entweder ist das eine Folge des Kochens. Zu früh, 4 Millionen Jahre, noch kein Feuer, nix. Oder eine Folge einer Umstellung in der Ernährungsweise. Andere Ernährung. Ja, aber dann müsste das parallel bei den Frauen auch sich entwickelt haben. Es ist aber quasi so, dass die Gorilla-Männer-Zähne relativ unabhängig sind von deren Frauengröße. Das heißt, wo finden wir solche Unterschiede? Denken wir an den Hirsch mit seinem Geweih. Im Patriarchat? Ja, wir nennen das in der Wissenschaft Rivalenkampf. Also Rivalenkampf. Das heißt, die Menschen waren bis vor 4 Millionen Jahren Rivalenkämpfer. Und ab 4 Millionen Jahren waren sie quasi in einem fast schon sozialistischen, kommunistischen Entwicklungswege, kann man sagen. Nämlich Kooperation. Kein Rivalenkampf in der Gruppe. Kein Krieg um Weibchen, ja, also kein Krieg um Frauen. Sanftes, behutsames, liebevolles, kooperatives Gruppendasein, also fast eine Art Urkommunismus, der bestimmt in der höchsten Stufe ausgeprägt war vor 400.000 Jahren. Denn dort ist dann das Entscheidende passiert. Also vor 400.000 Jahren, zu Zeiten des späten Homo erectus, war wohl die Hochblüte der Menschheit. So muss man davon ausgehen. Weil dort so eine Art Urkommunismus, Ursozialismus existierte. So viel dazu. Hast du auch schon mal so über die Frage des Urkommunismus nachgedacht, ob es sowas gibt? Also ich bin ja ein Schüler von Marx und Engels. Und die schreiben ja im Kommunistischen Manifest und in anderen Texten, dass es also in der Urgesellschaft kommunistisch zuging. Und das könnte sich ja dann mit diesen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen vereinbaren lassen. Ja, das deckt sich ziemlich gut, wobei die Wissenschaftler natürlich trockener sind. Die würden sagen, kein Rivalenkampf um Frauen. Die Männer schenken alles den Frauen, also ein Urmatriarchat, ja, also eine nicht patriarchale Lebensform, in dem die Männer alles, was sie finden an Nahrung, den Frauen und Kindern schenken, dadurch Beliebtheit erlangen und eine statistisch größere Wahrscheinlichkeit haben, der Vater des nächsten Kindes zu werden. Aber ohne Gewalt, ohne alles, Geld oder Besitz spielt keine Rolle. Ja, Schenken spielt eine Rolle. Und das ist schon sehr urkommunistisch. Ne? Ist schon sehr liebevoll, sehr sanft, sehr friedlich. Übrigens auch, wir haben alle Hinweise dafür, dass es keinen Krieg mit den Nachbargruppen gab. Weil auch die Bonobos, Bonobo-Forschung, ja, auch schon keinen Krieg mehr zu den Nachbargruppen kennen, sondern eher Liebe mit denen machen, als sie zu töten. Ja, ich weiß, dass es diese mit den Menschen eng verwandte Affenart gibt, die man Bonobos nennt und sie also freie Liebe praktizieren. Professor Franz de Waal äußert sich so, die praktizieren Make Love Not War. Und er bezeichnet sie als matriarchale Hippie-Affen. Meinetwegen. Gut, wie geht's jetzt aber weiter? Vor 400.000 Jahren, habe ich jetzt ja schon gesagt, ist was passiert, was das Ganze zerstört hat. Wie wurde der Urkommunismus quasi zerstört? Irgendeine Idee? Da braucht man auch nur den Marx fragen. Durch das Privateigentum. Jetzt werden wir interessant. Übrigens, das Mikro ist so gut, das hört man kaum. Das Privateigentum. Jetzt werden die Professoren sagen, durch die Erfindung des Tauschhandels. Also du würdest sagen, die Erfindung des Privateigentums war es. Und die Professoren sagen, dafür gibt es keinen Grund. Warum soll ich ein Privateigentum erfinden, wenn ich alles den Frauen und Kindern schenken? Warum soll ich akkumulieren? Wenn es gar keine Rolle spielt in meinem urkommunistischen Szenario. Ja?
Das heißt, Sie sagen, die Erfindung war der Tauschhandel vor 400.000 Jahren. Ohne Privateigentum gibt es auch keinen Tauschhandel. Umgedreht, ohne Tauschhandel gibt es kein Privateigentum. Okay, darüber kann man sich streiten, das ist wie mit der Henne und dem Ei. Ja, aber das ist aber wichtig. Also, das eine bedingt das andere. Ja, es hängt zusammen. Also Tauschhandel und Privateigentum hängen irgendwie zusammen. Die Professoren konzentrieren sich natürlich auf die Erfindung des Tauschhandels. Übrigens, darf ich dazu sagen, nachschauen kannst du das Ganze unter TerraX ZDF Mediathek, TerraX ZDF die ersten Menschen 1 und 2. Dort werden zwar viele kapitalistische Irrtümer gewälzt, ja, über die Menschheitsgeschichte, aber es wird immerhin die Wahrheit formuliert, nämlich die Wahrheit ausgedrückt, dass der Tauschhandel ungefähr zu Zeiten des späten Homo erectus erfunden wurde. Ich halte das für plausibel und ich glaube, dass aus dem Tauschhandel die Ausbeutung entstanden ist. Aus dem Tauschhandel sind Ausbeutung, Ungleichheit und Gewalt... Nicht so schnell, nicht alles auf einmal. Das ist, also... Schon in buddhistischen Sutren nachlesen. Ja, das Entscheidende ist, dass man, Wissenschaftler haben so eine Tendenz, dass sie gründlich vorgehen müssen. Ja. Ja? Nicht der, so als Sozialist kann man auch manchmal einfach springen, aber die Wissenschaftler sind halt extrem fixiert auf die Präzision. Ja, halt, zu schnell. Langsamer. Also was entsteht für eine Dynamik allein aus der Erfindung des Tauschhandels? Stellen wir uns den ersten Tauschhändler der Welt vor. Den ersten. Nicht den zweiten, sondern den ersten. Und jetzt stell dir vor, der hat damals, konnten die schon Steinäxte herstellen. Und jetzt hat der, da wir wissen, dass alles in der Welt mutiert, dass wir also Mutation und Selektion haben, gab es irgendeinen Tauschhändler, der erzählt hat, nachts, 100 Kilometer entfernt, hat eine Gruppe die andere totgeschlagen und ja, es war ganz schrecklich und so weiter. Und er erzählt das. Was passiert in den Köpfen der Menschen? Es wird zur Angst kommen und die Angst wird den Absatz der Streitäxte fördern. Ja. Genau richtig, das ist der Punkt. Das heißt also, der wird quasi plötzlich einen ungeahnten Umsatz an Steinäxten machen, weil die Leute denken, sicherheitshalber besorgen wir uns ein paar Waffen, kaufen wir uns ein paar Waffen, damit wir im Zweifelsfall uns schützen können. Und dann liegt plötzlich der Sprung zum nächsten Schritt, nämlich präventiv einen anderen Stamm anzugreifen, gar nicht mehr so weit weg. Ja? Also dadurch bringt der Händler mit dem Tauschhandel so etwas wie die mentale Vorbereitung der Kriegsbereitschaft in die Gemeinschaft. Ja? Das kann man, ist mit der Streitaxt fing es wahrscheinlich schon an. Vielleicht auch schon mit Speeren, mit Pfeilen. Später. Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt gerade bei 400.000 Jahren, da sind wir... Heute haben wir noch dasselbe böse Spiel. Das gleiche ist heute noch. General Paul. Kennst du General Paul? Ich weiß nicht, was das... Das war der Kriegsschürer beim Irakkrieg. Der hat also behauptet... Paul. Den Paul kenne ich, du hast ihn falsch ausgesprochen. Aber ich weiß, dass er also massiv für den Irakkrieg getrommelt hat und dass er ein Lobbyist der Rüstungsindustrie ist und die Rüstungsindustrie finanziert gewisse Thinktanks und die Thinktanks erzählen Stories, in denen der böse Russe, der böse Chinese und der böse Islamist vorkommen, damit der amerikanische Steuerzahler sich von dem militärisch-industriellen Komplex weiter ausbeuten lässt. Super ausgedrückt, hätte ich nicht besser ausdrücken können. Denn es war doch quasi so, dass er gesagt hat, dieser böse Saddam Hussein hat riesige Lager an Massenvernichtungswaffen und so weiter. Und deswegen müsst ihr Bürger jetzt bereit sein, in den Krieg zu ziehen und euch töten zu lassen und vor allem uns Industrien große Profite zu bringen. Ne? Sind wir uns einig, ja? Das erzählt man den Leuten nicht. Dass es nur um Profit geht, erzählt man den Leuten natürlich ja, nicht. Das sagen wir nicht so laut, ne? Und jetzt kommt der nächste Schritt, also ist dann quasi nur, stell dir vor, der hätte jetzt schon die ersten Vorläufer von Süßigkeiten im Gepäck, so die Vorläufer davon.
Wie sehr interessiert diesen Händler die Gesundheit der Kinder in der Gruppe, wo er zu Besuch ist? Will er nicht maximal verkaufen, egal was aus der Gesundheit der Menschen wird? Genau so wird es sein. Hat schon Platon übrigens erkannt. Ja, ja. Schon Platon hat gesagt, dass der Arzt und der Konditor eine unterschiedliche Einstellung zu Nahrungsmitteln haben. Also der aber heute ist es fast so, dass der Arzt quasi vom Konditor lebt. Denn je mehr der Konditor die Leute krank macht, desto mehr verdient der Arzt im jetzigen System. So ist es. Und wenn die Leute am Ende in Folge von Diabetes am Schlauch hängen und zu Opfern der Apparatemedizin werden, nur noch dank dieser überleben, dann verdient die Pharmaindustrie sich daran dumm und dämlich, wird steinreich und die Vorarbeit dafür leisten die Süßigkeitenverkäufer. Und man könnte schon fast sagen, als wäre das ein gut eingespieltes Team. Die sind ein Team. Die sind de facto ein Team. Ja. Genau, könnte man so vermuten, ja? Der Waffenhändler und der Kriegspropagandist. Aber gehen wir ein Stück weiter. Das heißt also, dass ab dem Moment doch eigentlich schon der Händler quasi ein Interesse daran hatte, quasi überspitzt gesagt, je unglücklicher und ängstlicher die Menschen werden, desto mehr konsumieren sie, desto konsumsüchter und je kränker sie werden, später der Schamane. Ja, und dass quasi da plötzlich durch die Erfindung des Tauschhandels, weil die Menschen nicht klug genug waren zu verstehen, dass sie damit die Büchse der Pandora ächzen. Kurze Intervention. Wir dürfen ja nicht alle Schamanen über einen Kamm scheren. Manche Schamanen waren auch sehr verantwortliche traditionelle Naturheiler. Und es gibt auch den einen oder anderen Arzt, der seine Macht und das Vertrauen, das ihm die Patienten schenken, nicht missbraucht. Ja, vor allem sind wir uns natürlich wissenschaftlich, aber immer Stück für Stück. Also das heißt aber, wir sind uns einig, dass plötzlich der Händler eigentlich ein diametral entgegengesetztes Interesse zur Mutter hat. Die Mutter will, dass ihr Kind gesund aufwächst, gesund ernährt wird, nicht durch Süßigkeiten krank gemacht wird und vor allem will sie auch nicht, dass das Kind im Krieg stirbt. Aber der Händler, dem ist das relativ egal, der will seine Waffen verkaufen und der will seine Süßigkeiten verkaufen. Da ist ein Grundkonflikt und das ist der kapitalistische Grundkonflikt. Dieser Konflikt tritt nicht erst im Kapitalismus auf, sondern schon früher, schon mit dem ersten Tauschhandel. Das ist der Grundkonflikt, aus dem dann der Kapitalismus entstand. Aber im Kapitalismus erreicht er dann die Hochblüte, also diese Art von Gegensätzen, von Interessengegensätzen erreicht im Kapitalismus ihr Maximum. Aber jetzt ist der entscheidende Punkt, dass jetzt Wissenschaftler sagen, wenn wir also vor 400.000 Jahren die Büchse der Pandora geöffnet haben, wie machen wir diese Büchse der Pandora wieder zu? Also wie drehen wir jetzt diesen Fehler um? Und jetzt ist deute mal ganz kurz an, wie wir das machen. Wir wollen ja den Kapitalismus zum Dahinschmelzen bringen. Wir wollen ja quasi, ich will ja wieder zurück in diesen Kommunenzustand vor 400.000 Jahren. Und jetzt ganz praktisch, wie machen wir das? Der Hausarzt, von 20 Reformen wird die Gesundheitsreform zur Schlüsselreform. Die Gesundheits-, Ernährungs- und Pflege-Kombireform oder Kombireform Ernährung, Gesundheit, Pflege wird zur Schlüsselreform, die wegweisend ist für alle weiteren 20 Reformen. Und das geht so, mein Hausarzt wird entlastet von dem Papierkrieg. Dadurch hat er 50% Arbeitszeit frei. Jetzt wird er mir spaßmachende Gesundheitsernährungskurse, Sportkurse, einen Lifestyle Club, einen Healthy Lifestyle Club, mit Tanzveranstaltungen und ohne Alkohol und Zigaretten anbieten, ja? Mit Cannabis. Das wäre mir jetzt radikal.
aber es, im Prinzip entsteht dann wieder eine Art Kommune. Vielleicht fangen Leute an, in Wohngemeinschaften zusammenzuziehen. Es entsteht also ein liebevolles Miteinander. Und wir nähern uns schon ein bisschen diesem Kommunenleben an. Nur halb, weil die Leute ja noch verklemmt sind und so weiter. Aber es nähert sich schon. Es nähert sich schon. Und das heißt, und wofür kriegt der Arzt dann noch Geld? Dafür, für jeden Monat, den ich gesund bleibe, kriegt er Geld. Und wenn ich chronisch krank bin und bis jetzt 20 Tabletten am Tag brauchte und dann aber durch diese Präventivmaßnahmen, Ernährungsumstellung und so weiter nur noch 10 Tabletten am Tag brauche, dann kriegt er aus den eingesparten Geldern auch wieder Prämien ausgeschüttet. Das heißt, er kriegt die gesamte pharmazeutische und medizinische Industrie, die ganze böse kapitalistische Industrie kriegt quasi nur noch Geld, je gesünder die Menschen werden. Soweit einleuchtend. Jetzt kommt nämlich dann der Widerstand der Pharmaindustrie, den wir als nächstes besprechen müssen. Aber soweit logisch? Nein. Warum nicht? Aus folgendem Grunde nicht. Man kann nicht den Bock zum Gärtner machen. So, ich bin absolut dafür, dass... Wir haben doch eben drüber gesprochen, dass es auch gute Ärzte gibt. Ja, lass mich mal ausreden. Der gute Arzt, der sein... hippokratischen Eid gemäß handeln soll, der muss so finanziert werden, dass die Finanzierungsmodus nicht im Widerspruch zu seinem Auftrag steht. Das heißt, er muss tatsächlich dafür bezahlt werden, dass die Leute gesund bleiben. Für jeden gesund verbrachten Monat sollte der Arzt Geld bekommen. Soweit d'accord. Dann wird der Arzt viel mehr für Prävention tun. So. Gleichzeitig muss man aber auch Ärzte haben, die für die Behandlung, die für Operationen und für notwendige Behandlungen, die dann trotzdem noch passieren, notwendig werden, ja, bezahlt werden, die müssen nach einem anderen Schlüssel bezahlt werden. So, das heißt, nicht alle Ärzte müssen nach demselben Prinzip bezahlt werden, sondern manche, die Ärzte, die für die Prävention zuständig sind, die müssen für den Erfolg bei der Prävention bezahlt werden. Und die Ärzte, die für Therapie zuständig sind, müssen für den Erfolg bei der Therapie bezahlt werden. Genau das ist der Punkt. Also da gibt es mehr verschiedene Modelle. Es gibt einmal das Modell, dass man sagt, man beschränkt das System erstmal nur auf den Hausarzt, den Präventionsarzt der Zukunft, ja. Und die anderen bezahlt man nach Einzelleistungen wie bisher. Birgt aber die Gefahr in sich, dass die auch dort dann wieder nicht bei ihren Operationen auch wieder nicht präventiv genug denken. Aber ja? Da gibt es eine Möglichkeit. Man schaffe die ganzen Privatmediziner ab, alle privaten Krankenkassen ab. Man hat eine Gesundheitsversicherung für alle. Auch natürlich sicherlich diskutierbar. So, und eine solidarische Gesundheitsversicherung für alle. Bezahlt dann sowohl die Prävention nach Erfolg bei der Prävention als auch die Einzelleistungen. Da gibt es so eine Kostenerstattung für diese Einzelleistungen. Der Arzt selber bekommt ein Fixgehalt, also der wird wie ein Beamter bezahlt. So, und der muss dann auch alle gleich behandeln, ganz wichtig. Es darf keine Zwei-Klassen- oder Drei-Klassen-Medizin geben, sondern alle Kranken haben bei gleicher Krankheit auch Recht auf die gleiche Therapie. So. Und auch die gleichen Investitionen in Prävention, auch das ist sehr, sehr wichtig. Ich selbst persönlich favorisiere das Modell, dass der Arzt ein gewisses Honorar für die Einzelleistung bekommt, der Operateur zum Beispiel, ja? Aber dass immer dann über die Jahre hinweg geguckt wird, wie lange die positive Wirkung dieser Operation anhält, zum Beispiel einer Knieoperation. Und dann sowohl die Prävention als auch die Therapie oder die Operation müssen nach dem Erfolg bezahlt werden. Also auch dort würden wir dann eventuell messen, dass wenn das Ganze 9 Jahre hält, das mit dem Knie, dann kriegt er eben 9 Jahre auch immer noch wieder jeden Monat einen kleinen Zuschlag zu der Operation, einen Bonus quasi. Und wenn sie nur 4 Jahre hält, kriegt er den halt nur 4 Jahre. Und dadurch wird er ein Interesse an der Langfristigkeit der Wirkung seiner Operation haben. Das erscheint mir als plausibel. Ja, sehr gut, sehr gut. Tja, und das bedeutet jetzt, was machen wir mit der Pharmaindustrie, die sich ja nicht gefallen lassen wird und wollte? Und wir wollen ja sanft vorgehen. Wir haben ja nicht das Modell der Revolution, sondern der,
Ja, genau. Wie gehen wir jetzt mit der so vor? Also die Überlegung der Professoren geht dahingehend, dass wir den Aktionär von Bayer sagen, lieber Aktionär, das ist eine schwierige Transformationsphase. Sie müssen den ganzen Konzern auf Gesundheitsförderung umstellen, auf Bödenentgiftung, auf alles Mögliche. Ja, müssen ganz neu denken. Und das ist schwierig, geben wir zu. Deswegen halten wir Ihre Dividendenausschüttung konstant von Staats wegen mit den eingesparten Geldern aus dem Gesundheitswesen. Ich bin da strikt dagegen. Die Pharmakonzerne machen den allergrößten Teil ihrer Profite durch Monopolausbeutung von Patenten. So, zum Beispiel, als in Südafrika das AIDS-Problem auftrat, wollte man Südafrika nicht erlauben, die Medikamente, die AIDS-Kranke brauchen, billig nachzumachen, weil man teure Lizenzgebühren bezahlen, eintreiben wollte. Meine Meinung ist, lasst uns das geistige Eigentum sozialisieren und diese Konzerne sozialisieren, also verstaatlichen. Und dann wird es keine private Pharmaindustrie mehr geben. Okay, also bevor wir die Unterschiede rausarbeiten, jetzt weil wir ja uns wahrscheinlich nicht einig werden, ja, bevor wir die Unterschiede rausarbeiten, erst noch mal ganz kurz darstellen, was die Professoren vorhaben. Erst einmal, was ich vergessen habe zu sagen ist, wenn wir das Ernährungssystem und das Gesundheitswesen quasi so umstellen, dass Gesundheitsförderung Gewinne bringt, kommt es zur Reduktion des Krankenstands in Deutschland, ja? Ganz sicher. Das führt, der Arzt Christian Zimmermann ist der Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes. Er schätzt, dass durch solch eine derartige Reform mindestens 70 Milliarden pro Jahr eingespart werden können, die sich ja dann als Gelder in den Krankenkassen ansammeln. Von diesen 70 Milliarden können wir sagen, 20 Milliarden müssen wir mal reservieren, aber 50 Milliarden können wir rüber ins Klima tun. Damit können wir 5 Kohlekraftwerke stilllegen, die erneuerbaren Energien hochfahren und uns um die arbeitslos werdenden Mitarbeiter so rührend kümmern, dass die tatsächlich gut unterkommen und eine gute Lebensperspektive haben. Aber was diese 20 Milliarden, die ich jetzt gesagt habe, die wir nicht fürs Klima verwenden, die werden wir vielleicht brauchen, keine Ahnung, wie die Größenordnung ist, um die Aktionäre so zu entschädigen, dass sie sagen, ja okay, wenn ihr meine Dividende konstant haltet, dann könnt ihr mit der Firma, kann da jeder Transformationsprozess gestartet werden. So, warum magst du diesen sanften Weg nicht? Also ich denke, dass ungerechte Eigentums- und Machtverhältnisse abgeschafft gehören. Ja. Dass man sie nicht reformieren sollte, sondern dass man sie abschaffen sollte. Ja. Also enteignen? Ja. Also enteignen, ja. Und wie würde darauf der Aktionär reagieren? Ja, der Aktionär wird das nicht gut finden. Ja. Das ist mir aber vollkommen scheißegal. Ja. Denn die Rote Armee wird auf meiner Seite sein. Ja, jetzt müssen wir uns die Machtfrage stellen. Denn also, ich sage schon, die Rote Armee wird auf meiner Seite sein. Ja, die Rote Armee. Aber realpolitisch in Deutschland muss ich sagen, dass die meisten Leute, mit denen ich rede, nicht an die Möglichkeit einer Enteignung in Deutschland glauben. Ja, also einfach, dass es nicht kommen kann. Warum? Weil wir sind ja keine Demokratie. Ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind. Wir sind eine Lobbyistendiktatur. Da hast du recht. Da kann ich nur recht geben. Genau. Und diese Lobbyistendiktatur bedeutet, dass, also wir wissen ja heute auch, dass wir gar kein, in der Grundstruktur schon keine Demokratie haben, sondern eine Art Selektionsfilter, in dem derjenige, der bereit ist, Korruption zu praktizieren, nach dem Motto, lieber Parteigenosse, du willst Kanzlerkandidat werden, ich will aber für meine kleine Firma einen illegalen Bauauftrag aus dem Stadtrat raus, wenn wir uns da einig werden, kannst du meine Stimmen haben, ja? Also diese Korruptionsneigung ist die Voraussetzung, überhaupt als Politiker erfolgreich zu sein. Und deswegen haben wir lauter korruptionsempfängliche Lobbyistenfreunde in den Leitungen der Politik. Ja? Zustimmung? So ist es. Deswegen muss man die Parteienfinanzierung durch Lobbyisten verbieten. Ja,
und vor allem aber auch aus meiner Sicht müssen wir von den Parteien wegkommen. Die Parteien darf es geben als Diskussionsclub, so als philosophische Diskussionsclubs, aber eigentlich muss es sich um Bürgerwahl, also im Bürgerhaus müssen zum Beispiel 1000 Wähler, repräsentative Wählerstichprobe vom Bundeswahlleiter eingeladen werden. 500 Leute gehen hin, machen von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Kurzfristig muss das Ganze sein, damit die Stimmen nicht verkauft werden können. Und dann müssen die Leute, die was erreichen wollen in der Politik, reden und wirklich ein tragfähiges Konzept für die Wähler anbieten, damit sie überhaupt gewählt werden können. Das heißt, das wäre mal ein Anfang von echter Demokratie, weil dann die Seilschaften und die Professoren keine Rolle mehr spielen. Ja? Diese Idee hatten schon die alten Griechen und sie ist noch heute gut. Alles klar. Und das würde jetzt bedeuten, dass wir also sozusagen der Weg, wenn die Enteignung jetzt aber trotzdem schwierig ist, weil einfach die Geheimen, also quasi wie eine Oligarchie der reichsten Familien Deutschlands sind. Ja, eine Art Oligarchie, man könnte sagen eine... nicht eine Monarchie, aber immerhin eine Oligarchie sind, ja, dann ist die Frage, wer wird auf die Straße gehen und jetzt diese Pharmaaktionäre enteignen, ja? Also ich habe mir für die Enteignung einen Modus überlegt, mit dem sich das mit etwas weniger Gewalt realisieren lässt. Wir führen die Monarchie wieder ein, es wird wieder einen Kaiser geben, einen römischen Kaiser natürlich. Und dieser römische Kaiser wird Adelstitel verleihen. Die höheren Adelstitel werden für Verdienste verliehen. Also wenn sich jemand um öffentliche Güter Verdienste erworben hat, Gutes für seine Mitmenschen getan hat, kriegt er dafür einen Adelstitel. Oder wenn er sehr schöne Musik gemacht hat, wie du zum Beispiel, oder wie auch immer. So. Und die niederen Adelstitel werden verkauft. Und der Adelstitel ist mit einem Lehen verbunden. Das ganze Vermögen wird in ein Lehen transformiert. Der Adelstitel ist mit Pflichten verbunden. Adel verpflichtet, nicht nur Eigentum verpflichtet, sondern auch Adel verpflichtet. Wer seinem Pflichtenkatalog nicht entspricht, wird enteignet. Wer seine Pflichten erfüllt, darf sein Eigentum behalten, muss es aber in den Dienst der Gesellschaft stellen. Das wäre auch ein Weg, dann quasi die Unternehmen dann dazu zu bringen, dass sie Umweltschutz, Naturschutz und Nachhaltigkeit deswegen machen, weil sie ja im Dienste der Menschen stehen müssen und nicht das Plündern der Erde und Vergiften der Erde zum obersten Prinzip haben. Ja? Also das wäre schon ein gutes Prinzip. Und das ist halt das Ziel der Professoren ist halt so, dass sie sagen, das Gleiche wollen sie auch erreichen. Aber indem sie sozusagen, wir wollen ja, im Prinzip wollen wir ja wieder zurück in diesen Urkommunismus. Ja, da will ich hin. Ich will da hin, ja? Als Mensch. Der Marxismus möchte jetzt voraus zum Kommunismus. Voraus. Nicht zurück zum Urkommunismus. Das ist natürlich auch kein richtiges Zurück. Also also es geht nicht darum, zurück in die Steinzeit, sondern es geht voraus in eine Hightech-Zukunft auf sozialistischer Grundlage. Also das heißt, wir sind uns einig, was ich meine mit zurück, ist nur die Sozialstruktur, in der ich leben möchte. Dass das natürlich mit Hightech kombiniert ist, ist selbstverständlich. Ja? Wir wollen doch hier nicht plötzlich alles, was vielleicht sogar brauchbar ist, abschaffen oder so, ja? Vielleicht aber die Atomwaffen ja, und so weiter. Also komme ich gleich. Ganz wichtiger Punkt übrigens. Ja, kommen wir gleich zu, denn die Abrüstung ist ja auch unser großes Thema. Also aber der Grundgedanke der Professoren ist quasi der, die Aktionäre mitzunehmen bei einer völligen Transformation der Gesellschaft, in der es nur noch Gewinne gibt. Und jetzt pass auf, jetzt kommt das Entscheidende. Ich soll in Zukunft bei jeder Wahl mit Wohlfühlnoten abgeben oder sogar öfters. Also Wohlfühlnoten, wie es mir geht. Und meine Gesundheitskostendaten und die Wohlfühlnoten werden zur Grundlage der Gewinnermittlung aller Firmen in Deutschland und aller, die mit mir zu tun haben, benutzt. Ja? Das heißt also, Wirtschaft wird zum Gesundheits- und Lebensqualitätsförderer und wenn es eine Firma weniger macht, wird das gemessen und statistisch erfasst und dann gibt es weniger Gewinn. Also Gewinn für Wohlbefindensförderung, also ich werde zum Herrscher der Welt, weil meine Wohlfühlnote bestimmt über die Gewinne der Firmen. Die Wirtschaft wird mein Diener.
Im Moment sind wir ja die Sklaven eines Wirtschaftssystems und einer Wirtschaft, die mit uns Sklaven macht, was sie will. Ja? Und es wird dann genau umgedreht sein, wir werden die Herrscher. Die Wirtschaft kann die Menschen nur so erbarmungslos ausbeuten und so rücksichtslos missbrauchen, weil sie nichts haben. So, deshalb wird es in meinem Staat ein Grundeinkommen geben. Wird bei uns auch heiß diskutiert. Ja. So, und dieses Grundeinkommen wird vom Arbeitszwang so weit befreien, dass man sich seine Arbeit aussuchen kann. Ja. Dass man nicht mehr jede Scheißarbeit machen muss. Mhm. So, und dann kann man Nein zu Arbeitsplätzen sagen, bei denen man sich selbst oder anderen schadet. Mhm. So, und dann wird es leichter sein, also schädliche Wirtschaftszweige abzuschlagen. Ja. Also das wird bei uns auch diskutiert. Wir haben einen Professor, der also so 1250 im Monat Grundeinkommen fordert und andere haben ein kleines Grundeinkommen. Wird diskutiert, kontrovers. Aber um jetzt vielleicht mal so auf den entscheidenden Punkt zu kommen, die Frage ist, ob wir gleich noch, sollten wir noch über Abrüstung sprechen und ja, Rüstung? Ja, vielleicht noch als Beispiel dann die Abrüstung. Also die Professoren gehen davon aus, der Grundfehler war, dass der Waffenhändler sich bereichern konnte, indem er Kriegsmentalität verbreitet hat. Ja? Es muss also jetzt wieder umgedreht werden. Das heißt also, dann, die Regierung sagt, liebe Aktionäre der deutschen Waffenkonzerne, wir halten Ihre Dividenden dann konstant, wenn im nächsten Jahr die Zahl der von der UNO oder anderen neutralen Instanzen gemessenen, getöteten Menschen in Kriegs- und Terroraktionen sozusagen nachgewiesenermaßen um 5% zurückgegangen ist. Ja? Und dann transformiert sich der Rüstungskonzern in einen Friedens-